Genau, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe eine ganz Kleinigkeit für euch, deswegen, ihr hört schon den Hall, ihr seht Fischrich Mattes. Ich bin kurz im Laden. Und zwar haben wir was Cooles reinbekommen, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich möchte euch das zeigen. Ich habe es nicht getestet, weil sie mir viel zu teuer sind und ich nicht zahle, was ich da reintun kann. Aber vielleicht haben ein paar Leute von euch was. Und zwar hat Ultra Pro solche Cases rausgebracht. Acryl-Displays for Magic the Gathering Booster-Sized Boxen. Ich hole die mal raus. Und weg. Und weg. Genau. Das ist so eine Acrylbox, die hat irgendwo hier unten. Ich muss kurz gucken, dass ich das in die Kamera reinkriege. Da seht ihr so Magnete. Das heißt, man kann die halt hier so abheben, kann das Display reinschieben und kann das zumachen. Und da ist sogar noch ein Tuch dabei. Also und so kleine Standfüßchen, die finde ich ganz süß. Ich mache das einmal, gehe ich mal einen Schritt weiter, lass das nicht meinen Chef sehen. Ganz vorsichtig, damit ich es auch wieder zumachen kann. So, weil wie gesagt, ich habe selber keine Displays, die ich da reintun kann. Aber ihr seht schon, das ist wirklich, das ist richtig kristallklar. Und wie gesagt, hier ist der Deckel mit dem Magneten. Auch ziemlich stabil. Ich würde mal davon ausgehen, dass das trotzdem weiter oben ist und man das dann nicht so rum dahin stellt. Wobei, so rum wäre auch ganz cool mit dem Magneten unten. Seltsam. Egal. Gucken wir uns das mal an, wie das aussieht, wenn da ein Display drin ist. Ich habe hier ein sehr teures Draft-Display. Und da möchte ich euch nämlich direkt eine Sache schon mal zeigen. Die neuen Draft-Displays, die passen wirklich nur, wenn man die drückt. Also, ihr seht das? Ich muss dazu jetzt nichts mehr sagen. Ja. Da muss ich euch vorwarnen. Die Set-Displays passen super da rein, die neuen von Crimson Vow. Aber die Magic Displays, die neueren, sind ja ein bisschen dicker geworden. Und die muss man schon, wenn man sich mal das anguckt, also die gehen schon rein, aber ich habe jetzt Angst, dass ich die nie wieder rauskriege. Dementsprechend mache ich es jetzt nicht. Ja, die alten Displays sind ein bisschen kleiner, die funktionieren damit, ohne Probleme. Aber die großen würde ich euch nicht empfehlen, die neueren. Ein Grund weiter, mehr Set-Displays zu kaufen, statt Draft-Displays. Ja, dasselbe gibt es dann natürlich nochmal in einer Nummer kleiner. Für Displays for Pokémon Sized. Pokémon Sized heißt aber in dem Fall auch Flesh and Blood Sized. Und das können wir auch mal gerade testen. So, einmal aufgemacht. Hier sind es nur drei Magnete tatsächlich. Aber das dürfte ohne große Probleme gehen. Und ihr seht, mein Monarch Display, was nicht mir gehört und sowieso unlimited ist, deshalb irrelevant, ist jetzt in diesem Case drin. Man kann es dann verschließen und es sieht schön aus. Dementsprechend sehr, sehr, sehr cooles Produkt. Ich wollte euch nur warnen, wie gesagt, mit den neuen Draft Boostern, die sind größer. Ich weiß nicht, ob es bei Crimson Vow auch so ist, dass die ein bisschen größer sind. Aber ja, müsst ihr mal schauen. Wenn ihr ältere Displays habt, müssten die auf jeden Fall passen. Und ansonsten finde ich das Produkt einfach cool, wenn ihr Display-Sammler seid. Ich persönlich ja nicht. Ich sammle ja Karten. Ich möchte ja das Spiel spielen. Aber ich kenne ein paar Leute, die eben auch Displays sammeln und sich die auch ganz gerne hinstellen wollen. Ich glaube, die Dinger sind auch mattet. Was steht drauf? 66% UV-Protection ist damit drin. Das ist no PVC, acid-free. Ja, sehr, 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 sehr cool. Und das wollte ich euch gezeigt haben. Bis dahin. Ciao, ciao.